Guten Tag, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Eugen Grinius und in diesem Video möchte ich mit Ihnen eine Partie von dem Schachweltmeister José Raúl Capablanca analysieren. Die Partie wurde 1910 in New York gespielt. Der Gegner von Capablanca hieß Kreimburg. Diese Partie endete mit einem interessanten Turmendspiel. Wollen wir uns diese Partie anschauen. D4, D5, Springer F3, Springer F6, Läufer F4. Diese Eröffnung heißt heute London-System oder auch Damenbauernspiel. E6, E3, C5, C3. Springer C6, Läufer D3, Läufer D6. Schwarz schlägt den Läufertausch vor. Läufer D6, Dame D6, Springer D2, E5. Man kann schon sagen, dass Schwarz die Partie ausgeglichen hat. D, Springer E5, Springer E5, Dame E5. Hier folgt ein Schach, Läufer B5, Läufer D7 und Dame A4. Schlecht ist natürlich hier Läufer B5. Wegen Dame B5 und Dame schlägt B7. Dame C7. Lange Rochade. Kurze Rochade vom Schwarz. Läufer schlägt D7. Hier wurde Springer D7 gespielt. Das ist richtige Entscheidung. Denn nach Dame schlägt D7. Hätte weiß Dame D7 spielen können. Springer D7. Und hier zum Beispiel Springer E4. Der Bauer D5 hängt. DE. Turm schlägt D7. B6. Turm D1. Weiß dominiert auf der offenen D-Linie und steht besser. Deshalb Springer schlägt D7. Springer F3. Und hier Dame C6. Das ist kein guter Zug, denn die Bauernstruktur vom Schwarz wird kompromittiert. Vielleicht wäre besser Springer F6 mit ungefähr gleichem Spiel. Dame schlägt C6, BC, Springer D2, Springer E5, es droht Springer D3 Schach, König C2, C4. Turm F1, Weiß deckt im Voraus den Bauern F2 gegen Drohungen Springer G4 oder Springer D3. F5. Und Capablanca spielt Springer F3. Hier musste sich Schwarz entscheiden. Springer schlägt F3 oder Springer D3. Er hat den Springer geschlagen, aber vielleicht wäre Springer D3 besser. B3, Turm B8. Springer D2. Aber es ist nicht so einfach, diesen Springer zu verdrängen.
aber wurde hier Springer schlecht auf 3 gespielt, GF. Die Stellung sieht ausgeglichen aus, trotzdem steht Weiß etwas besser. Sein König ist besser zentralisiert und seine Türme wirken aktiver. Ein Turm wird auf D4 gehen, der andere auf G1. Turm AE8, Turm D4, um F4 zu verhindern. Nach F4 plant Weiß E4 zu spielen. Deshalb spielt Schwarz Turm F6. Mit der Idee Turm H6. B3. Um den König den Weg ins Zentrum zu ermöglichen. CB, AB. König F7, König D3. Turm E7. Vorsorglich schützt den Bauern A7. Turm A1, König E6. Capablanca selber hat hier statt König E6 G5 empfohlen, obwohl nach H4 stand Weiß etwas besser. König E6, Turm A6. Turm C7, Turm D4. Weiß hat die Initiative, seine Türme sind aktiver. Wenn hier Turm F7, dann F4, mit der Idee König D4 und König C5. Schwarz spielt G5, H4. Wenn Turm A7, dann Turm A7, Turm A7 und Turm H6. Und Weiß verliert den Bauern H2. Deshalb H4. G4. Wenn Wenn Bauern schlägt auf H4, dann Turm schlägt H6 und B4. Mit der Idee B5. Weiß hat eine starke Stellung. Schwarze Bauern sind schwach. Nach G4 spielt Weiß König E2, GF Schach. König F3, Turm F7, deckt den Bauern A7, König E2, König D6, B4, Turm B7. Und hier spielt Weiß H5. Kappa selber behauptete, es wäre besser für Weiß F4 zu spielen. Turm G7, H5, Turm G2, König D3, Turm H2, Turm A7, Turm A7, Turm A7, Turm H5, Turm A6 mit Gewinnchancen. Nach H5
antwortete Schwarz H6. Und hier hatte er eine Möglichkeit mit F4 ein gleiches Endspiel zu erreichen. Schwarz hätte gute Remis-Chancen. F4, EF, Turm E7, König F1, Turm schlägt F4, Turm schlägt A7 und Turm E3. Und in dieser Stellung hätte Schwarz aktive Turm, beide Turms wäre aktiv und deshalb wäre dieses Endspiel Remis. Trotzdem nach H6, dann hat Capablanca selber F4 gespielt, Turm G7, König D3, Turm E7, Turm A1, Turm G7, König D4, um den schwarzen Turm auf die zweite Reihe zu locken. Turm G2, es droht das Matt nach Turm D2, Matt, Turm A2 und hier ein schwacher Zug, Turm G7. Es wäre besser, Turm G7 zurückzuspielen, obwohl Weiß stand immer noch besser. König D3, Turm schlägt A2, Turm schlägt A2. Dieses Endspiel ist viel besser für Weiß. Trotz der Materialgleichheit, weiße Stellung ist deutlich besser. Turm E7. Es hätte nie geholfen, Turm G1 zu spielen. Turm A6. Turm D1 Schach, König C2, Turm H1, B5, Turm H5, Turm C6 Schach, König D7, Turm A6. Den Bauern A7 geht verloren, Weiß gewinnt dank den Bauern B5. Turm E7 wurde gespielt. Turm G2. Jetzt hat Weiß die G-Linie. Turm E6, Turm G7, Turm E7, Turm G8. Die weiße Stellung ist schon gewonnen. Es droht Turm H8 und Turm F8. Zum Beispiel, wenn hier Turm H7, Turm G6 Schach, König D7, Turm F6 und den Bauern F5 geht verloren. Es wurde noch C5 gespielt, aber das hat nicht geholfen. Turm G6 Schach, Turm E6, BC Schach, König D7, Turm G7, Schach. Wenn hier Turm E7, dann C6, König D6, Turm G6, Schach, Turm E6 und C7 gewinnt die Partie. Nach Turm G7 hat Schwarz König C6 gespielt, Turm schlägt A7, König schlägt C5 und Turm F7 gewinnt den Bauern F5. Schwarz hat aufgegeben. Das war ein Turm-Endspiel, das Capablanca dank der aktiveren Figuren gewonnen hat. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.